Also ich arbeite bei Volkswagen. Ich arbeite da fest angestellt, bin da in der Instandhaltung und kümmere mich halt um Maschinen. Ich bin aber auch überzeugter Gewerkschafter. Und hier in Emden sind circa 8000 Leute. Die waren natürlich dann auch, wie ich, alle geschockt von dem, was letzte Woche Montag dann in der Presse veröffentlicht wurde. Und auch auf unsere Mitarbeiter-App, auf der 360-Grad-App, was Herr Schäfer da ja gedroppt hat. Und die Angst geht natürlich um bei den Kollegen, nicht nur in Emden, auch in anderen Werken. Ich habe viel mit Kollegen aus anderen Werken telefoniert, weil es geht ja um ganze Regionen, um ganze Schicksale und macht im Moment viel Angst und Unsicherheit. Ja, VW hat angekündigt, 5 Milliarden Euro einsparen zu wollen. Und wie sind da die konkreten Pläne? Ist da schon was über konkrete Werksschließungen beispielsweise bekannt? Nein, also wir hatten ja letzte Woche außerordentliche Betriebsversammlungen hatten wir und da, wo keine waren, wurden außerordentliche Betriebsversammlungen gemacht. Und da haben der Vorstand in Form von Schäfer praktisch nur das runtergerasselt, eiskalt, muss man auch sagen, was nur in der Presse war. Es gibt keine konkreten Pläne, nichts. Und das verunsichert natürlich noch mehr. Und was auch schon in der Presse stand, VW redet von Personal, von was von zwei Werken über ist momentan, aufgrund der geringen Auslastung. Zwei Werke in Deutschland dann. Genau, das, was halt in der Presse schon Montag stand, wurde einfach nochmal runtergerasselt bei den Betriebsversammlungen. Das dürfte dann vor allem die Kernmarke VW betreffen. Also die hat ja insgesamt 120.000 Mitarbeiter insgesamt in Deutschland. Wie viele müssen da jetzt um ihren Arbeitsplatz fürchten? Ja, das ist leider nur reine Spekulation. Wenn wir jetzt zwei Werke nehmen, zum Beispiel, wir brauchen ja nur alleine Kassel nehmen oder Zwickau, ne, dann redet man von 20.000 Arbeitsplätzen. Ne, aber da gibt es keine konkrete Zahlen, die will man uns einfach nicht nennen. Das wird wahrscheinlich ich hoffe, dass Volkswagen zu den Verhandlungen zurückkehrt mit den Arbeitnehmerflügel. Mit dem Sozialpartner, dass das endlich auf den Tisch kommt, was jetzt genau wie aussieht. Leider haben wir keine weiteren Informationen darüber bekommen, konkrete Zahlen. Aber wenn man so zwei Werke guckt, ja, dann können es schon 20.000 Arbeitsplätze sein. Wäre ein Sechstel der Belegschaft in Deutschland. Also das wäre schon ein heftiger Einschnitt, gerade für Niedersachsen, wo VW, glaube ich, der wichtigste industrielle Arbeitgeber ist. Also das sind schon heftige Kürzungspläne. Du warst auf der Betriebsratsversammlung. Wie wurde darauf reagiert? Also die Stimmung, die war heiß, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Belegschaft stand zusammen. Er wurde ausgepfiffen, es kamen Vorstandsrausrufe. Also, die IG Metall hat sich geschlossen, als Schäfer die Bühne stand, ist hier runtergegangen und hat sich zu den Kollegen ins Publikum gesetzt. Und das war schon ein starkes Zeichen. Ja. Wie gesagt, wir haben unseren Unmut gut kundgetan. Ich habe selber auch noch meinen Redebeitrag geleistet auf der Betriebsversammlung und war ein starkes Zeichen dem Vorstand gegenüber. Die Gesichter sprachen Bände und das zeigt aber auch, dass die Belegschaft auch dazu bereit ist, dann auch zu kämpfen, wenn sie wirklich zum 30.09. den Zukunftstarifvertrag aufkündigen. Gibt es von der IG Metall schon insgesamt eine Stellungnahme? Von Frau Benner gibt es natürlich schon eine Stellungnahme, dass die IG Metall das nicht mit sich machen lassen wird. Und das macht mir auch Hoffnung, dass wir dann uns nicht unterkriegen lassen und dann auch einen starken Arbeitskampf führen werden. Also wir sind bereit und die IG Metall ist auch bereit. Ja, vor allem da VW noch nichts Konkretes verkündet hat und
diese 5 Milliarden Euro, die man einsparen will, gerade mal den Dividendenzahlungen eines einzigen Jahres entsprechen. Also 2023 hat VW Dividenden in Höhe von 4,5 Milliarden Euro gezahlt. Also VW müsste ein einziges Jahr auf Dividendenzahlungen verzichten, um diese Summe zu sparen, die man jetzt über mehrere Jahre hinweg bei den Mitarbeitern einsparen will. Genau, das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, dass man erstmal auf die Dividendenzahlung verzichtet. Ich denke, rein rechtlich, das jetzt zurückzufordern, wird schwer. Aber es wäre schon mal ein Ansatz vom Management zu sagen, wir streichen jetzt erstmal die nächsten Jahre die Dividenden, um uns wieder zu sanieren. Aber das ist ja nicht nur die Dividendenzahlung, das sind strukturelle Probleme, die da sind, die vom Management ausgehen. Das sind Konzeptlosigkeiten. Alleine, wir reden davon, dass es noch kein billiges Einsteigermodell gibt für die Leute. Es gab mal ein gutes, der E-Up, der wird leider nicht mehr gebaut. Das wäre so ein kleines Elektroauto gewesen, was man weiterentwickelt hätten könnten. Der ID.1, der ID.2, die Autos, die eigentlich im Golf-Segment angreifen sollten und im Polo-Segment, die sind immer noch nicht da. Ich hoffe, die kommen bald. Und man setzt dann halt auf größere Autos und dann kommt noch die Rahmenpolitik, die Rahmen, die aus der Politik gegeben werden, die auch äußerst beschissen sind und dann führt das eine auf das andere. Ich Und glaube, dann, bleiben wir erstmal beim naja, und VW-Management. Was für Fehler wurden da gemacht? ja. Also du hast gerade schon die Modelle angesprochen, aber auch der wichtigste Absatzmarkt, China, schwächelt immer mehr, weil VW auch da den Einstieg in den E-Autosektor komplett verpasst hat. Natürlich, das ist ja das Schlimmste. Mittlerweile kann ja jeder E-Autos bauen. Das muss man ja auch so sagen. Selbst Xiaomi kann das. Und China hat es auch geschafft, auf seine Kundenwünsche einzugehen. Die chinesischen Hersteller. Und in der das Allerwichtigste bei Autos ist immer noch die Software. Und beim ID.7 haben wir es eigentlich geschafft, eine vernünftige Software, eine sehr gute Software zu entwickeln, aber das hakt natürlich noch überall. So, und VW kauft sich irgendwo ein mit 5 Milliarden in der neuen Softwarefirma, weil es in der eigenen Abteilung nicht schafft. Na, wieder 5 Milliarden, die da in einen, ich meine, amerikanischen Hersteller reingesteckt werden. Und diese 5 Milliarden, wenn das floppt, die fehlen dann auch wieder. Also das Management weiß, hab ich das Gefühl, weiß selber gar nicht, was es da im Moment macht. Ja. Aber was für Fehler hat das Management in den letzten Jahren noch gemacht? Ja, das sind halt die offensichtlichen Basics sind das. Also oft haben die Vorstände auch nicht mit einer Meinung gesprochen. Allein wenn es um die Planung von neuen Werken ging, dann wurde die Stimme von Facharbeitern und Mitarbeitern wurden auch einfach nicht gehört. So, wo es dann auch Probleme entstanden sind. Und das sind so viele Kleinigkeiten, was das Management macht. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie uns komplett außen vor lassen und nur auf ihre Renditen aus sind. Und die Renditen sind gestiegen und jetzt immer mehr Renditen. Klar, die wollen Geld verdienen, aber immer mehr auf dem Rücken der Mitarbeiter, was ja auch die Pläne ja auch momentan zeigen. Also es ist im Moment ein sehr gefährlicher Kurs, den das VW-Management fährt. Ja, und hier kommen wir auch zu dem politischen Anteil, denn das Land Niedersachsen hat beim VW-Konzern ein Vetorecht, hat ungefähr 20% der Anteile. Das heißt, jede Fehlentscheidung des VW-Konzerns ist damit indirekt auch in politischer Verantwortung des Landes Niedersachsen, vor allem des Ministerpräsidenten Stefan Weil. Was hat denn die niedersächsische Landesregierung jetzt zu diesen Kürzungsplänen gesagt? Also da bin ich sehr enttäuscht, wie auch viele andere Kollegen. In einem ersten Statement Montag werde ich nie wieder vergessen. Das hat sich bei mir eingebrannt. Da hat Stefan Weil gesagt, dass er sogar die Initiative begrüßt. Er hat von Volkswagen, er hat zwar noch drangehangen, nur in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, aber Stefan Weil gibt keine klare Aussage darüber, dass es mit ihm keine Werksschließung geben wird. Und das ist schon sehr beängstigend, weil Stefan Weil
Genauso wie die Parteivorsitzende der SPD, Esken, die verkennen einfach, dass VW systemrelevant ist für die Industrie in Deutschland. Das ist ja nicht nur einfach so, dass da 120.000 Arbeitsplätze sind. Da hängt der kleine Bäcker von mir nebenan, hängt dran. Da hängen die ganzen Zulieferer, wie zum Beispiel Bosch, hängt da auch dran, einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und das wird momentan einfach verkannt. Vor allen Dingen bei der Arbeiterpartei, die selbsternannte Arbeiterpartei SPD. Die erkennen einfach nicht, was alles an Volkswagen-Konzern dranhängt. Und die SPD hat ja auch selber auch mit Stefan Weil auch ganz kräftig an der Mitbestimmung dran runtergeschraubt für die Arbeitnehmer in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. Und die ganze Hilflosigkeit habe ich jetzt noch von Esken jetzt auch noch gestern gehört. Man hätte kein Geld für die Kaufprämien für E-Autos, aber dann sollte VW doch, ja, machen wir die 4-Tage-Woche oder wir machen mal ein bisschen Kurzarbeit zwischendurch. Und das ist so diese ganze Hilflosigkeit und die wollen sich gar nicht mit mit den Obrigkeiten im Management anlegen, habe ich das Gefühl. Das ist schon sehr, sehr armselig, was da im Moment kommt von der SPD und von den Land Niedersachsen. Ja, über den größeren wirtschaftlichen und politischen Kontext können wir, glaube ich, auch nachher noch reden. Aber jetzt mal ganz konkret aufs Land Niedersachsen. Also auch ein Stefan Weil, der will ja wiedergewählt werden. Und VW ist, wie gesagt, einer der wichtigsten Arbeitgeber in Niedersachsen. Wenn große Industriekonzerne wegfallen, man hat das in Ostdeutschland gesehen, und veröden ganze Regionen, dann gehen die ganzen Zulieferer pleite. Das gesamte Dienstleistungsgewerbe, das hängt an diesen gut bezahlten Industriejobs dran. Also wieso positioniert sich die niedersächsische Landesregierung dort nicht klarer? Ich hatte es vorhin schon gesagt, also man müsste ein Jahr auf die Dividende verzichten und man hätte das Geld eingespart, was VW jetzt bei den Beschäftigten einsparen will. Also was man jetzt für zukünftige Investitionen sicherlich braucht, wenn man die jetzt verschlafen hat. Also das mag ja sein, dass VW da sehr viel Geld braucht, aber man müsste ein Jahr auf die Dividende verzichten. Das wären im niedersächsischen Landeshaushalt ungefähr 1 Milliarde Euro, auf die man verzichten müsste. Wieso kommt da von der Landesregierung nichts? Gründe sind mir auch schleierhaft, weil selbst wenn es 1 Milliarde Euro wären, da kann man drauf verzichten. Da muss man halt auch dann an die olle Schuldenbremse endlich ran. Das Land Niedersachsen muss hier jetzt mal auch endlich klare Kante zeigen, weil die Gründe sind mir wirklich schleierhaft. Ob es jetzt wirklich nur das Geld ist, ist reine Spekulation. Ich habe da auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber wegen 1 Milliarde Euro strukturelle Fehler, die sie selber mitgemacht haben, nicht anzusprechen oder auch ganz klar zu sagen, was jetzt Phase ist, ist schon sehr beschämend. Also über die Gründe kann man nur spekulieren. Ich kann da auch nur drüber spekulieren, ob es jetzt nun das Geld ist, aber ich sehe da im Moment keine Gründe. Vielleicht sind es auch die eigenen Gehälter, die man im Vorstand bekommt. Ja, also so ein großer Vorschlag, der wird auch sicherlich mit dem Land Niedersachsen abgesprochen sein. Da erwischt man sicherlich die Großaktionäre nicht mit kalten Füßen. Also die werden da vorab informiert gewesen sein. Also es kann nicht sein, dass die Manager sich da was auftüfteln und dann sagen, immer schauen, wie Katar, wie Niedersachsen, wie die Familienpärchen Porsche dann reagieren. Die wissen das vorher. Das kann gut möglich sein. Und wenn es so ist, dann hat das Land Niedersachsen auch sehr unverantwortlich gehandelt, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, aber ich glaube, wir kommen dann mal zu größeren wirtschaftspolitischen Situationen. Du hattest gerade so eine Maßnahme zur Symptomverbesserung, also Kaufprämien für E-Autos genannt. Aber eigentlich erlebt ja die deutsche Industrie, nicht nur die Automobilindustrie, sondern die gesamte deutsche Industrie seit 2018 Abstieg. Und das hat zwei Gründe. Der, glaube ich, wichtigste Grund, also zumindest für diesen Abstieg, den wir schon seit 2018 erleben, ist die sinkende Binnennachfrage. Die Kaufkraft der Deutschen sinkt. Die Reallöhne sind wieder auf dem Stand von 2015. Das hat in der Autoindustrie eben zur Folge, dass sich keiner mehr Autos, vor allem nicht teure Autos, leisten kann. Also die Industrieproduktion ist seit über 10% seit 2018 gesunken. Der Auftragseingang ist mittlerweile über 20% im Vorjahresvergleich im Minus. Also es geht immer weiter bergab. Das ist kein Trend, der nur VW betrifft. Es betrifft wirklich die gesamte deutsche Industrie. Und da ist jetzt die Frage, was müsste die Ampel jetzt tun? Oh, da gibt es so viele Maßnahmen, die mir im Kopf rumschwirren.
einerseits erstmal diesen unsinnigen Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden, weil das hatte und hat immer noch starke Auswirkungen auf unsere Energiepreise. Die Bundesregierung muss eigentlich anfangen, mittlere und niedrige Einkommen endlich mal auch signifikant zu entlasten, damit auch mehr Netto überbleibt am Ende des Monats. Das Verbrennerverbot muss weg und auch diese ollen Zölle, die auf Autos erhoben werden von der EU, vom BYD, und dann sich an den Wirtschaftskrieg der USA nochmal dranhängen, noch eine neue Front im Wirtschaftskrieg. Das ist alles kontraproduktiv, auch für unsere Industrie. Das muss man so sehen, auch für die EU. Das ist so, ich finde das so, ja, unverständlich. Wir müssen mal sehen, China macht ja, wir bestrafen China für das, was wir ja hier eigentlich machen müssten in Deutschland und der EU. China investiert breit in die Mobilität. Auch nicht nur in die E-Mobilität. China investiert breit in die Wasserstofftechnologie und auch in die Verbrennertechnologie und in dem Bahnnetz. So, das heißt, der Staat pumpt da Unmengen Geld rein und es läuft. So, und dafür bestrafen wir China jetzt und wir hier sparen jetzt und sagen, so Leute, ihr müsst jetzt E-Autos kaufen. Führt kein anderer Weg dran vorbei. Aber dafür wird nichts getan. Also wir brauchen hier die Technologieoffenheit und wir brauchen hier auch endlich die Investition in den deutschen Standort. Wenn wir das sehen, die ganzen Sanktionen, die Waffenlieferungen, so, dafür ist immer Geld da. Dann will man nicht an die Schuldenbremse ran und so weiter und so fort. Also das ist im Moment ein toxischer Mix, den die hier Ampel und die EU hier vorgibt. Und da muss nötig ran. Ja, den Wirtschaftskrieg gegen Russland, der schadet VW jetzt im Speziellen und der deutschen Industrie vor allem wegen der hohen Energiepreise. Für VW war ja Russland kein so wichtiger Absatzmarkt, aber China ist ja mit Abstand der wichtigste Absatzmarkt für VW, der Gewinnbringer, der in den vergangenen Jahren immer dafür gesorgt hat, dass die Konzernergebnisse so deutlich positiv waren. Die anderen Weltregionen sind immer so mau gelaufen. China ist immer deutlich gewachsen, weil VW sich dort in den 80er Jahren klug engagiert hat, dort die Marktreform für sich genutzt hat, dort Werke aufgebaut hat und deswegen in China so eine dominante Stellung im Verbrennersegment erreichen konnte. Jetzt haben sie die Entwicklung mit den E-Autos in China, die auch von der Kommunistischen Partei schon länger angekündigt wurde, verschlafen. Jetzt schwächelt dieser Markt und jetzt müsste eigentlich vom europäischen Binnenmarkt her Unterstützung kommen, aber durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland, durch die Schwächung der Binnenmarktfrage passiert genau das Gegenteil. Genau. Ich sehe das genau wie du. Wir sind hier jetzt wirklich in so einer Zwickmühle. Wir werden aufgerieben. Auch wir uns auch so vasallenhaft gegenüber den USA auch noch verhalten. Dass das Makabre ist ja auch, die USA fahren das größte Investitionsprogramm der Geschichte gegenüber in ihrer Industrie, um die Industrie wieder zurückzuholen. Und sagt man, wir sollen Wirtschaftskriege eingehen, wir sollen sparen, wir sollen Waffen liefern. Und die lachen sich einfach da über den Atlantik einfach kaputt. Und wir dürfen nicht verachten, dass die USA nicht unsere Freunde sind, sondern einfach außenpolitisch ihre Interessen vertreten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch eigentlich hin müssen, dass unsere Regierungen endlich souveräner werden und auch endlich mal vernünftige Entscheidungen auch für die Wirtschaft und für die Bürger treffen können. Ja, aber das ist von der Ampel nicht mehr zu erwarten. Was man aber auf jeden Nein. Fall von der Ampel erwarten kann und auch erwarten muss, ist, dass sie zumindest mal so viel Geld ausgibt, dass die Wirtschaft nicht schrumpft. Wie gesagt, die Industrieproduktion, die befindet sich seit 2018 im freien Fall. Der Auftragseingang ist katastrophal. Alle Indikatoren zeigen nach unten, auch andere Sektoren wie die Bauwirtschaft sehen katastrophal aus. In so einer Situation, da muss die Regierung eigentlich ein Konjunkturprogramm auflegen. Es geht jetzt nicht darum, dass sie irgendwelchen Firmen Hilfen zahlt. Es geht einfach darum, dass sie, du hast es gerade schon gesagt, dass sie die Binnennachfrage stärkt. Das kann man beispielsweise machen, indem man die Steuern für die mittleren und unteren Einkommen senkt, die Freibeträge für die Einkommenssteuer erhöht, Konsumsteuern senkt. Also während der Corona-Zeit hatte man ja die Mehrwertsteuer temporär auf 16 bzw. 5% gesenkt. Warum macht man das nicht wieder? Und zwar jetzt dauerhaft und nicht nur temporär.
Oder warum, also alle Parteien, einschließlich SPD, Grüne, FDP, haben vor der Bundestagswahl gesagt, wir wollen die Einkommensteuer reformieren, wir wollen vor allem die Einkommensteuer für niedrige Einkommen senken. Da waren sich alle einig. Was ist nach der Bundestagswahl nicht gekommen? Du darfst jetzt mal raten. Genau das ist nicht gekommen, natürlich nicht. Ne, Ja. und da hat man ja dann ja auch so einen Player, holt man sich dann ins Boot, nennt sich hier FDP, wo man eigentlich im Vornherein wissen muss, dass die sowas dann auch ablehnen. Ja, das, Ja. also wie gesagt, wir reden hier jetzt noch gar nicht über strategische Industriepolitik, über irgendwas Konkretes. Wir reden einfach nur darum, dass in der schweren Rezession die Binnenkaufkraft stabilisiert werden muss. Dass man Steuern senkt. Also Steuersenkung wäre das Einfachste, auf das sich die Parteien am schnellsten verständigen können. Deswegen stelle ich das hier jetzt am prominentesten nach vorne. Man könnte auch Investitionen tätigen. Man muss einfach Geld ausgeben. Man könnte auch bestimmte Sozialleistungen, die Renten und also das Rentenniveau in Deutschland ist katastrophal. Warum nutzt man so eine wirtschaftliche Schwächephase nicht, um das Rentenniveau mal ein paar Prozentpunkte nach oben zu heben. Das könnte man auch machen, wenn man das wollte. Also das Einzige, woran es fehlt, ist politischer Wille, die deutsche Konjunktur anzuschieben. Richtig, das sehe ich genauso wie du. Es ist der politische Wille, der fehlt. Und ohne Schuldenaufnahme, also gehen wir jetzt nochmal weg, natürlich die ganzen unsinnigen Waffenlieferungen, die wir momentan tätigen, ohne Diplomatie zu betreiben, die Waffen in die Ukraine und es sieht nicht gut aus in der Ukraine. So, wir pumpen da Milliarden rein, die fehlen uns ja schon mal. Und dann haben wir immer noch eine Schuldenbremse. Fakt ist, es muss investiert werden, weil sonst wächst nichts. So, und wenn wir das sehen, Deutschland ist im Air-Rating, so steht es so gut da, die können eigentlich so billig Geld aufnehmen und dann läuft das hier. Das muss man ja ganz klar sagen. Ne, so wie du sagtest, Anreize schaffen. So, dann haben wir einen riesigen Investitionsstau in Deutschland. Die Ampel kriegt das nicht hin. Und darum brauchen wir endlich eine politische Wende, damit das hier wieder vorangeht. Ich habe letztes Mal auch gelesen, 0% Wachstum im letzten Quartal. Also ich habe da kein Verständnis mehr für die Politik. Mir wären am liebsten jetzt Neuwahlen, weil die Ampel hat versagt. Ja, also Und auch die wir können. niedersächsische Landesregierung, wenn das Ja. sich fortsetzen sollte, was du vorhin beschrieben hast. Also wie gesagt, also eigentlich war es unter niedersächsischen Landesregierung immer Konsens, dass man sich dafür, also dass man zwar konstruktiv mitwirkt, dass VW international erfolgreich ist, dass man aber sich auf jeden Fall dafür einsetzt, dass Niedersachsen ein Standort bleibt, wo es keine Schließungen oder irgendwas in diese Richtung gibt. Genau, definitiv. Ich sehe das genauso, wenn sich hier die niedersächsische Landesregierung Rot-Grün unterweilen nicht mal endlich stärker für den Industriestandort und für die Leute einsetzt, dann hat diese Regierung in Niedersachsen auch nichts mehr zu suchen. Weil einen weiteren Anhängsel des Kapitals brauchen wir nicht, dass hier alles ausgetragen wird auf den Rücken der Mitarbeiter. Und da Ja. muss man auch drüber, da muss man ein Werksleiter, kein Werksleiter, der Betriebsratsvorsitzende aus Kassel zum Beispiel, der hat das ganz deutlich gesagt. Die Arbeiter brauchen wieder ein stärkeres Mitspracherecht in der Produktion. Und das fand ich sehr deutlich und das erwarte ich auch von der Politik, vor allen Dingen von der rot-grünen Landesregierung unter Stefan Weil, dass sie sowas sagen. Also die Frage ist, was hat die IG Metall denn in diese Richtung geplant? Also du hast gerade vorhin das Statement erwähnt, sind da größere Proteste, größere Streiks schon in Planung oder wartet man jetzt erstmal? Also natürlich wartet man jetzt erstmal ab, weil vielleicht finden diese Woche, wenn VW das will, nur wenn VW das will, weitere Gespräche zwischen IG Metall, Betriebsrat und VW statt. Aber es wurde auch ganz klar gesagt, wenn VW das wirklich durchzieht, am 30.09. alles zu kündigen an Tarifverträgen, dann werden die Streikkassen offen gemacht. Und das finde ich schon ein deutliches Signal. Und da hoffe ich auch darauf, dass die IG Metall das dann auch so durchsetzt.
Ja, das ist absolut richiges Verhalten. Also die IG Metall hat sich in den letzten, also auch die IG Metall, alle deutschen Gewerkschaften haben das gemacht, haben sich in den letzten Jahrzehnten durch sehr, sehr niedrige Lohnabschlüsse, vor allem Anfang der 2000er Jahre, als wir hier die hohe Arbeitslosigkeit, die Agenda 2010 hatten, an diesem Modell des Lohndumpings beteiligt, wodurch sich die deutsche Exportindustrie, also gerade Autobauer wie VW, Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren französischen, italienischen Konkurrenten erschlichen haben, beteiligt. Und ja, wenn jetzt gesagt wird, ach, politische Situation passt nicht mehr, die ganzen Arbeitsplätze, die wir dadurch quasi hierher geholt haben, auf Kosten unserer Handelspartner, die werden jetzt trotzdem abgebaut. Ihr könnt uns mal, also da muss die Gewerkschaft jetzt spätestens Widerstand leisten. Ja, definitiv. Das erwarte ich auch. Das erwarten auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns. Die Kampfbereitschaft, die wir haben die, wir wollen. Wir werden nicht kampflos ausgeben. Das wurde an allen Betriebsversammlungen, die letzte Woche stattfanden, wurde das ganz deutlich. Die Belegschaft will kämpfen. Das werden wir auch. Was ich momentan problematisch sehe, jetzt beginnen ja bald in der Fläche die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, dass die natürlich die anderen Arbeitgeber jetzt natürlich auf den VW-Zug drauf an aufspringen und auch diese Druckkulisse aufbauen mit Massenentlassungen. Und es ist jetzt schon, muss man jetzt schon in der Fläche ganz harte Kante zeigen und auch auf die Lohnforderung von 7% bestehen und nicht weiter nach unten gehen. Und dann auch in den Verhandlungen dann auch ganz klar Kante zeigen und da auch anfangen, die Streikkassen offen zu machen. Ja, vor allem, man muss dazu sagen, das Problem, was wir in Deutschland haben, ist eine zu geringe Binnenkaufkraft, ist, dass die Löhne zu gering sind, dass die Leute sich nicht mehr leisten können. Wenn die Gewerkschaften jetzt sagen würden, okay, wir machen eine Nullrunde, die Kaufkraft steigt weiter nicht, dann würde man damit makroökonomisch, also jetzt nicht auf Ebene des einzelnen Unternehmens, aber auf Ebene der gesamten Wirtschaft das Problem, an dem die Wirtschaft leidet, noch weiter verschlechtern. Das heißt, jetzt komplett auf Lohnerhöhungen zu verzichten, wäre auch ein Fehler, weil man dadurch das Problem eben nicht lösen, sondern verschlimmern würde. Genau, das ist richtig. Und da muss man auch immer wieder darauf hinweisen, bei Nullrunden, wie gesagt, helfen vielleicht dem Manager oben, der sowieso schon gut verdient, aber wie du sagtest, es hilft den Menschen nicht, die arbeiten, die die ganzen Gewinne und Umsätze erwirtschaften und am Ende des Tages können sie sich nichts mehr leisten. Die Binnennachfrage geht noch weiter nach unten. Ja. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Da hast du recht. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu diesen Kürzungsplänen? Ich meine, es ist ja zum Glück, muss man sagen, noch nichts Konkretes bekannt. Das heißt ja, dass es noch viel zu verhandeln gibt für die Gewerkschaft. Aber hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu diesem Thema? Ja, ein Satz von mir von meiner Rede, von meiner Betriebsversammlung, von der Betriebsversammlung, die ich gehalten habe, ein Zitat, was mir hängen geblieben ist, was VW-Management und die Ampel und die CDU im Moment gemeinsam haben. Sie haben, handeln beide planlos und das auf dem Rücken der Menschen. Und wir sind kampfbereit.